Dann sage ich hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge unserer FIFA 21 Karriere mit dem TSV 1860 München. Aktuell sind wir nach 11 Spieltagen auf Rang 5 in der Tabelle. Unter dem vorletzten Video gab es einen Kommentar, den ich mir jetzt mal zu Herzen nehmen möchte. Und zwar hieß es da, dass sich die Trainingsergebnisse auch immer danach richten, wie gut habe ich sie einmal selbst gesteuert. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei dem Trainingsspiel extrem heiße Kartoffel, weil heiße Kartoffel ja noch nicht reicht, das jetzt mal selber steuern würde und da zum Beispiel die Note B erreiche, dann würde bei der nächsten Simulation auch die Note B erreicht werden. Das heißt, wahrscheinlich lohnt es sich, alle Übungen mal irgendwie einmal halbwegs ordentlich durchzuzocken. Dann wird nämlich so ein bisschen der Progress, den die Spieler machen, angekurbelt. Das heißt, in der heutigen Folge erwartet uns der Minispiel-Grind und ich habe mir überlegt, ich würde gern 3 Spiele heute mit reinnehmen. Wir werden auch gleich im Kalender gucken, nach diesem Trainingsspiel, nach dieser Trainingsspiel-Session hier, welche Spiele das sein werden. Ich möchte nämlich möglichst schnell durchkommen bis zur Winterpause. Dann gucken wir mal, ob wir den Kader noch irgendwie verändern können. Jetzt aber erstmal stürzen wir uns in die Übung rein, das Zonentribbling. Nach einer spektakulären Trainingswoche mit viel Licht und ganz vielen Dingen, über die zum Glück der Schatten fällt, spielen wir jetzt also gegen den ersten FC Saarbrücken in der Realität ja ganz weit vorne und auf FIFA, da muss man doch relativ weit runterscrollen. Auf dem 17. Rang sind sie und nachdem wir gegen SVW in Wiesbaden mit dem Tabellen 20. ja, den Boden aufgewischt haben und 13-0 gewonnen haben. Ja, soll dieses Kellerkind jetzt auch Aufbauhilfe für unsere vielleicht noch nicht ganz wieder selbstbewusste Offensive sein und leisten. Dementsprechend werden wir auch unsere Mannschaft einstellen. Ich werde tatsächlich Sascha Mölders mal wieder spielen lassen von Beginn an. Lauberbach trotz guter Leistung erstmal wieder auf der Bank. Meier darf mitkommen. Den möchte ich jetzt peu à peu an die erste Mannschaft ranführen. Hoffen wir, dass er gute Leistungen bringt. Und Klassen möchte ich auch mal wieder ein bisschen Spielzeit einräumen. Dafür bleibt Pusic auf der Tribüne. Sehr schön, das passt so. Und wir müssen noch ganz kurz gucken, ob das hier... Ja genau, die Breite möchte ich wieder ausgeglichen haben. Ich möchte mehr Spieler in den Strafraum haben. Ich möchte das dauerhaft als Einstellung bitte haben. Dass die Außenverteidiger hinten bleiben, das mache ich dann nur wirklich, wenn wir enorme Defensivprobleme haben. Damit geht es jetzt rein in die Partie gegen Saarbrücken. Also Heimspiel gegen ein Kellerkind, das ist eine ganz klare Aufgabe. Beide Mannschaften in Blau, aber die 60er natürlich im helleren Blau. Saarbrücken in Blau-Schwarz mit gedeckteren, dunkleren Tönen drin. Und wir wollen hier den Saarbrückern 2, wenn nicht gar 3 Treffer einschenken. Ich möchte hier, dass unsere Defensive wirklich wieder komplett zurückschlägt und zurückkommt und stark aufspielt. Dressel, erster guter Ball raus. Die Außenbahn, Tallich. Da kriegt er den Ball noch weggegrätscht. Zellner und Manuel Zeitz. Dressel. Der hat da ganz schön viel Platz. Und dann sollte der Ball eigentlich rauskommen auf Lex, aber Tallich fühlt es bemüßigt, dem Ding hinterher zu rennen. Dann kommt jetzt die Flanke. Abgefälscht. Erste Ecke für die Münchner Löwen.
Flanke rein Richtung Mölders ans Lattenkreuz. Guter Kopfball da von ihm, gute Ecke. Und weil das so geklappt hat, versuchen wir genau das gleich nochmal. Wieder suchen wir Sascha Mölders, wieder steigt er hoch. Diesmal gewinnt er das Kopfballduell aber nicht. Einwurf Saarbrücken, ersten 22 Minuten sind rum. Ein Kopfball von Sascha Mölders ans Lattenkreuz, ansonsten ging ganz wenig bei uns. Flanke von Saarbrücken, bei denen ging noch weniger. Kaum Offensivaktionen. Salga, Neudecker, Mölders, Sascha Mölders, schöner Ball rechts raus auf Marius Wiltsch, jetzt ganz schön viel Raum, Wiltsch, Flanke rein auf Erich Tallig, was ist das denn für ein Treffer? Da bewirbt er sich bei der Sportschau aber fürs Tor des Monats. Erich Tallig, damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, ich dachte, der stümpert da jetzt irgendwie einen Kopfball zusammen und der geht dann halt meilenweit übers Tor, aber was ist da denn passiert? Was für eine absolute Traumbude von Erich Tallig. So viel gescholten und jetzt mit einem solchen Treffer. Wie macht er den denn rein? Seitfalls hier. Geile Bude, 1:0. Da nehmen wir natürlich jede einzelne Wiederholung mit bei dem Treffer. Richtig, richtig geile Bude. 1:0 für uns. Nicht unbedingt verdient, aber wir haben jetzt hier mal einen schönen Spielzug hingelegt und werden prompt dafür belohnt. Die nehmen wir natürlich noch mit. Neudecker, Flanke rein Richtung Kreuz. Und Mölders! Da ist er wieder, der Sascha. Endlich unsere Nummer 9 mal wieder mit einem Treffer. Sascha Mölders nach dieser Ecke. Fällt ihm der Ball vor die Füße und da lässt er sich dann nicht zweimal bitten. Gut. Die Flanke hier von Richard Neudecker, die hat er gut gebracht. Dann Mölders. All seiner Routine. Und seinem linken Fuß. Einmal vorbeigelegt am Keeper. 2:0. Ah, 37. Minute. So werden wir wohl mit einer Führung in die Pause gehen. Wenn es sogar eine Zwei-Tore-Führung ist, dann ist mir das sehr recht. Wir spielen heute richtig effektiv. Wenn wir dann nach vorne kommen, dann wird es meistens brandgefährlich. Und bisher haben wir unsere Chancen auch sehr manierlich genutzt. Vielleicht knüpfen wir gleich direkt daran an. Erich Tallig. Raus für Neudecker. Neudecker. Ja, versucht er in die Mitte reinzuziehen. Ein bisschen zu ambitioniert. Kurz vor der Halbzeit kommt dann auch nochmal Saarbrücken in die Offensive. Maurice Deville, Zwerko, Zeit, setzt eine Kopfballstaffette. Muss man aufpassen, da kommen sie so ein bisschen ins Kombinieren rein. Erich Gollei und dann ist Salga dazwischen. Unser Innenverteidiger-Duo ist wirklich kompromisslos. Dann werden wir jetzt den Konter mal nicht ausspielen, sondern hintenrum Ball sichern. Ich möchte jetzt einfach mit der 2:0-Führung in die Pause gehen. Dann haben wir hier eine solide erste Halbzeit gespielt. Der wir mit zwei Treffern in Front liegen nach dem Traumtor von Erich Tallig und dem Treffer von Sascha Mölders. Aber vielleicht geht ja doch noch einer. Wiltsch. Ja, Flanke, so ein bisschen abgefälscht. Tallig gewinnt das Kopfballduell. Dann ist er erstmal weg. Dann pfeift der Schiedsrichter ab. Erste Halbzeit endet. 2:0 für Saarbrücken. Verdiente Führung. Vielleicht ein bisschen hart für Saarbrücken, die nicht so viel zugelassen haben, dass sie jetzt schon zwei Dinger gefangen haben. Aber geht grundsätzlich schon in Ordnung. Und ich denke, diese 2:0-Führung, die können wir dafür nutzen, unseren jungen Wilden Spielzeit zu geben. Das ist, denke ich, der Moment, wo man Steinhardt eine Pause geben kann und Klassen reinschmeißen kann. Auch Meier wird Spielzeit bekommen für Kreuz. Und nur hat man Meier den -1, ach, wegen der Bissigkeit, gut. Und ansonsten würde ich nochmal, wer hat weniger Match-Fitness? Rizzo. Rizzo bekommt Spielzeit. Und da Erich Tallig schon relativ müde gelaufen ist, wird Richard Neudecker seinen Job übernehmen. Das heißt, alle drei wechseln schon zur Halbzeit. Aber ich bin jetzt einfach mal selbstbewusst und sage, das können wir uns erlauben, da wir hier souverän führen. Von Saarbrücken kam nichts, aber auch gar nichts in der Offensive. Und ich möchte unserer Jugend weiter Spielpraxis geben, damit die sich weiterentwickeln. Oh, jetzt haben sie uns mal ausgespielt. Klaas nicht ganz auf der Höhe. Und da ist der Anschlusstreffer. Da waren wir zu unaufmerksam. 78. Minute. Saarbrücken das erste Mal richtig auch mit Spielwitz nach vorne gekommen. Manuel Zeitz lässt sich da feiern. Ein bisschen überschwänglich dafür, dass er gerade für seine Mannschaft mit dem ersten vernünftigen Angriff das 1:2 markieren konnte. Aber das haben sie gut gespielt. Wir sind da nicht richtig rangekommen.
der Capitano macht's. Und jetzt müssen wir uns nochmal straffen, damit wir hier die letzten Minuten manierlich über die Bühne bekommen und hier nicht noch etwa die Punkte abgeben. Tressel, Mölders, da viel Platz, Sascha Mölders. Ja gut, dann haut er einfach drauf und dann ist er drin. Sascha Mölders. Hat er ein bisschen lang gebraucht, um zu checken, wie viel Platz er hat. Aber was macht denn die Saarbrücker Innenverteidigung? Da einer muss schon rausrücken und wenn das halt keiner tut, dann wird's bestraft. Schaut es euch an. Da rücken sie hier nach hinten und Sascha Mölders haut dann drauf. Die Schusskraft dafür hat er. Dann trifft er heute direkt doppelt. Also von wegen Krise für Sascha Mölders. Jawohl, das war's. Und ich denke, wir fackeln gar nicht lange rum und stürzen uns direkt in die nächste Partie rein. Tja, und in die nächsten beiden Partien müssen wir uns dann leider ohne Live-Commentary reinstürzen. Aus welchen Gründen auch immer ist die Tonaufnahmespur des Spiels leider komplett im Eimer. Kann ich euch auf gar keinen Fall so vorsetzen. Ihr habt es vielleicht am Ende des letzten Spiels schon mitbekommen, dass es da so ein paar Ruckler gab. Und die sind jetzt noch viel schlimmer geworden. Es war wirklich nicht mehr anzubieten. Dementsprechend leider hat es jetzt auch ein bisschen gedauert. Ich hatte auch nicht so viel Zeit, die Folge jetzt noch zu bearbeiten. Das heißt, es tut mir leid, dass die Folge jetzt erst so spät kommt. Dafür jetzt aber zwei absolute Spitzenspiele vor der Brust. Jetzt erstmal gegen SV Meppen, dann noch gegen Zwickau. Gegen die Tabellenzweiten und gegen Tabellenersten. Jetzt erstmal gegen Tabellenzweiten, gegen die von Thorsten Frings trainierten Emsländer, die auch wirklich ein starker Gegner dann waren letzten Endes. Wir kommen zwar ganz gut rein in die Partie, haben hier mit Neudecker die erste Chance, aber dann muss man wirklich sagen, Meppen hat richtig angefangen, Druck zu machen. Immer wieder Piosek, der da wahnsinnig stark getribbelt hat, hier nochmal den Ball bekommt und Marco Hiller zu einer absoluten Glanztat zwingt. Und im Anschluss, ja, muss man wirklich sagen, Meppen macht mächtig Druck, vor allem im Gegenpressing. Da setzen sie uns richtig zu und sind dann auch wahnsinnig schnell. Also die holen den Ball schnell zurück und dann sind sie brutal schnell darin, zum Abschluss zu kommen. Auch hier Piosek gewinnt den Ball, sofort der Steckpass auf Düker. Und Düker ganz knapp links am Tor vorbei. 41. Minute, tja, und dann war es nicht mehr zu verhindern. Also nach einer wahnsinnig dominanten ersten Halbzeit schafft Meppen es tatsächlich noch, diese Leistung zu krönen. FCF mit dem Fallrückzieher zum 1:0 für die Meppener. Das geht wirklich absolut in Ordnung und spiegelt die starke Leistung der Meppener wieder. Tja, zweite Halbzeit. Wir kamen natürlich mit mächtig Ambitionen aus der Kabine raus, aber 49. Minute, Meppen gibt uns die eiskalte Dusche. Hier ist Salga noch dazwischen, aber auch hier der zweite Ball ist wieder bei den Meppenern. Wir bekommen ihn dann nicht hinten raus. Meppen spielt das dann auch tatsächlich geschickt zu Ende, findet da die richtige Mischung aus Ruhe und dann auch schnell zupacken. Piosek ist das, hämmert das Ding da ins kurze Eck rein. Keine Chance für Marco Hiller. 2:0 und ja, da war dann die Hoffnung eigentlich so ziemlich weg. Nichtsdestotrotz, wir haben unseren Kopf oben behalten. Meppen natürlich brutal offensiv unterwegs und das hat sich dann auch mal für uns ausgezahlt. 61. Minute sehen wir hier auf der Außenbahn, wie weit aufgerückt Meppen ist und da konnten wir es dann auch mal ausnutzen. Dressel komplett freigespielt, setzt auch gut seinen Körper ein. Ruhig im Abschluss, ganz, ganz stark gemacht, schöner Konter. Und das bei einer 2:0-Führung, das ist eben das Risiko, dass die Map eine Spielweise so mit sich bringt. Und da dachten wir uns gut, naja, vielleicht geht ja hier noch was, wenn Meppen weiter so offensiv spielt und weiter uns solche Räume lässt. Aber Meppen hat halt eben diese offensive Qualität, hat uns weiter brutal unter Druck gesetzt. Und das sehen wir hier in dieser Szene ganz, ganz deutlich. Die Meppener Spielphilosophie auf den Punkt gebracht. Hasan Amin, linke Außenbahn, der eingewechselte Kostli gewinnt hier zunächst sehr gut den Ball. Aber Hasan Amin geht direkt wieder drauf, holt den Ball zurück. Und dann geht es ganz, ganz schnell. Der hebt einmal kurz den Kopf, Flanke rein, perfekt auf Düker. 3:1 für die Meppener. Tja, da stehen wir dann wieder mit ganz, ganz langen Gesichtern da. Einmal mehr muss man aber auch hier sagen, gelingt es uns, dass der Kopf oben bleibt. Wir versuchen trotzdem weiter offensiv mitzuspielen, versuchen weiter hier wieder auf den Anschlusstreffer zu drängen. Aber man muss auch einfach sagen, Meppen, ein brutal starker Gegner. Man sieht es auch hier, Düker mit der guten Gegenbewegung kommt der Flanke entgegen. Dann ist es ein leichtes für ihn, den da über die Linie zu drücken. Hasan Amin auch da mit der guten Flanke. Aber ja, ihr seht es, es hat jetzt bis zur 81. Minute gedauert, ehe die nächste nennenswerte Offensivaktion von uns dann zustande kam. Es war der eingewechselte Rizzo, der Plogmann nochmal geprüft hat. Tja, das war dann so die beste Chance, die wir uns noch rausspielen konnten. Hier nochmal eine Flanke herein, aber meistens waren es dann nicht mehr als halbgare Hereingaben in den Strafraum, die Meppen dann meistens gut klären konnte. Hier dann nochmal die Gelegenheit. Lauberbach dreht sich da nochmal auf. Marcel Kostli nimmt da außen nochmal Marius Wildschmidt.
Dann ist sogar die Gelegenheit für die Flanke komplett da. Dressel haut das Ding damit im Kopf, aber ganz, ganz knapp am Pfosten vorbei. Also da hätte er um einen Hase den Doppelpack markieren können. Wäre aber eventuell auch schon zu spät gewesen, um hier noch entscheidend am Ergebnis was zu drehen. Und so hatte der Schiedsrichter dann nach 92, 93 Minuten ein Einsehen. Hat abgepfiffen. Mit 3:1 verlassen wir wie geschlagene Hunde den Platz. Ja, man muss wirklich sagen, in diesem Spitzenspiel hatten wir absolut das Nachsehen. Verdient verloren gegen starke Mettner. Und wenn man so will, die einzig gute Nachricht daran ist, wir hatten direkt im Anschluss die Möglichkeit, es besser zu machen. Und zwar gegen den Tabellenführer, gegen den FSV Zwickau. Wir mit 21 Punkten, 5 Punkte hinter dem FSV Zwickau. Und wir konnten diesen Rückstand eben auf einen Punkt verkürzen, zwei Punkte verkürzen. Und ja, da schauen wir nochmal kurz auf die Top-Torjägerliste. Sascha Möll ist ganz vorne. Gerrit Wegkamp vom FSV Zwickau, da auch schon mit 5 Treffern dabei. Und wir sehen hier die Aufstellung. 3-5-2, also vielleicht im Umschaltspiel über die Außenbahn, vielleicht geht da was. Aber klar, die haben eine Menge Offensivpower. Und die haben da einen Mann hinter den Spitzen, auf den wir gleich nochmal eingehen können. Und ja, wir sehen hier, wir spielen zu Hause, aber auf schneebedecktem Grund. Es schneit, die Linien, die Platzlinien sind rot markiert, weil der Platz halt auch viel weiß durchsetzt ist durch den Schnee. Ganz unangenehmes Wetter. Und mal gucken, wie das Spiel beeinflussen wird. Hier sehen wir den Glatzkopf Manni Starke. Und hier sehen wir auch, warum ich ihn gerade nochmal hervorgehoben habe. Also 5 Torvorlagen hat der schon gegeben. Der Manni Starke ist damit Top-Assistgeber der dritten Liga. Und er stand auch direkt im Fokus. 28. Minute, wunderbarer Steckpass da auf Manni Starke. Und der glänzt aber nicht etwa als Vorlagengeber, sondern als eiskalter Vollstrecker. Direkt über Marco Hiller hinweg gelupft. Ganz, ganz stark gemacht. Stark auch vorher, wie schnell Zwickau diesen Angriff ausspielt. Und ich dachte mir da schon, oh je, geht das jetzt schon wieder los? Werden wir da das nächste Spitzenspiel in den Sand setzen? Aber da muss man dann wirklich sagen, die Reaktion auf diesen Gegentreffer, die war deutlich besser als noch gegen Meppen. Haben wir, glaube ich, schon, ja, etwas mehr als 10 Minuten später oder knapp 10 Minuten später haben wir da schon die Antwort drauf gefunden. Erstmal sehen wir noch den Manni Starke, der sich auf den Führungstreffer freut. Und dann schauen wir, wie wir darauf antworten konnten. Und zwar genau mit dem Rezept, lange Crossbälle auf die Außenbahn, wo die Zwickau durch die Dreierkette natürlich nicht so präsent sein können. Zwickau bekommt das erstmal geklärt, ein bisschen glücklich, bleibt dann der Ball bei Stefan Lex und der hämmert das Ding dann einfach gleich links rein. Keine Chance da für den Keeper. Und der wichtige Ausgleich für uns, nicht ganz unverdient. Wir haben doch eigentlich eine relativ ordentliche Partie gemacht, konnten so schon vor dem Seitenwechsel wieder auf Remis stellen. Und da dachte ich, Mensch, doch gut, damit kann man doch in die Pause gehen. Ich denke, das ist in Ordnung, dann können wir uns sammeln, in der zweiten Halbzeit neu angreifen. Aber unsere Jungs hatten da was dagegen. Sascha Mölders, Richard Neudecker, der dann ja wieder rausspielt auf Dressel. Der sieht Rizzo, der mit aufgelaufen ist, heute mal in der Startformation. Und Rizzo in den Rückraum auf Mölders, der sich im genau richtigen Moment fallen lässt, zurückfallen lässt und eiskalt vollstreckt. Und damit quasi mit dem Pausenpfiff für das 2:1 sorgt. Das ist natürlich noch angenehmer, dass wir hier jetzt sogar in Führung gehen, kurz vor dem Seitenwechsel. Damit haben wir jetzt die Pausenführung, können uns im zweiten Durchgang auf das Konterspiel verlagern. Aber die Zwickauer, die blieben ein unangenehmer Gegner. Und so, ja, geht es mächtig hin und her. Trotzdem 69. Minute, dann Laien Lauberbach, eiskalt vollstreckt, der inzwischen eingewechselt für Sascha Mölders mit dem 3:1. Und da dachte ich, gut, das wird mir jetzt mächtig Ruhe geben. Jetzt können wir das ganz abgezockt runterspielen, können es auf unsere starke Defensive verlassen. Hier sehen wir nochmal, gut vollstreckt von Laien Lauberbach, auch vorher gut eingesetzt von Dressel. Starker Konter insgesamt. Tja, aber nichts war's mit der geruhsamen Schlussphase. Denn Manfred Starke mit dem 3:2 in der 82. Minute. Wurde mir als Vorlagengeber, als kreuzgefährlicher Vorlagengeber angekündigt, aber heute schenkt er uns direkt 2 Buden ein, weil wir hier das Kopfballduell verlieren. Und dann ist Starke direkt mit dem ersten Kontakt da und macht seinen Doppelpack. 3:2, trotzdem schaffen wir es dann, die Schlussphase unbeschadet zu überstehen. Und dann sind wir in der 91. Minute. Erich Tallig treibt da den Ball, ich muss ein Zeit von der Uhr nehmen. Mitrovic, der eingewechselte Meier und dann Rizzo und zack, 4:2. Ganz ruhig zu Ende gespielt. Damit war der Käse dann natürlich endgültig gegessen.
und wir haben das Spiel gegen den Tabellenführer dann doch überraschend klar gewonnen. Und das ging dann auch in Ordnung. Wir waren über 90 Minuten gesehen, die bessere Mannschaft, die aktivere Mannschaft, hatten auch die bessere Spielanlage, wie ich fand. Also bei Zwickau ging dann an ganz, ganz klaren Torchancen außerhalb der zwei Tore nicht allzu viel. Und so 4:2 dann also der Endstand. Da genehmigen wir uns natürlich gleich noch den Blick auf die Tabelle. Mir bleibt zu sagen, es tut mir leid, ich kann mir nicht ganz erklären, wo diese Audioprobleme herkamen. Ich finde das mit den Live-Kommentaren eigentlich deutlich lebendiger. Hier sehen wir jetzt den Blick auf die Tabelle. Sind wir jetzt wieder dran und haben in der nächsten Folge dann gegen die Bobschubser aus Haching ein S-Bahn-Derby, so habe ich mir sagen lassen, heißt das. Und da entscheidet sich, wer auf Rang 3 vorstößt. Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, haut rein.